Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Ihrem FRM Regionalfernsehen. Der 22. März ist der internationale Tag des Wassers. Und genau aus diesem Grund haben wir uns auch in dieser Sendung ans Wasser getraut. Genauer gesagt an die Talsperre Malter. Denn hier finden die Bauarbeiten zur Erweiterung des Hochwasserschutzes statt. Wir haben uns auf der Baustelle umgesehen. Die Talsperre Malter wurde von 1908 bis 1913 gebaut. Sie dient dem Hochwasserschutz und das Gebiet um die Talsperre ist ein beliebtes Erholungsgebiet. Mitte 2019 war Baubeginn zur Erweiterung der Hochwasserentlastungsanlage der Talsperre Malter. Mit der Baumaßnahme soll mit zusätzlichen 21 Millionen Euro die Abflusskapazität der vorhandenen Hochwasserentlastungsanlage deutlich erhöht werden. So soll im Fall eines extremen Hochwassers verhindert werden, dass die Talsperre ungeregelt überläuft und beschädigt wird. Also wir haben nach der Winterpause jetzt die Arbeiten wieder aufgenommen. Inzwischen, seit letztem Jahr, ist ja einiges entstanden. Wir haben also ca. 10.000 Kubikmeter Beton verbaut und 800 Tonnen Stahl. Es ist inzwischen das Teilungsbauwerk soweit fertig, dass unten die drei Kanäle drin sind. Oben fehlen jetzt noch die Wände. Unten im Toastbecken steht schon die neue Brücke. Und zurzeit sind die also dabei, jetzt den Lückenschluss herzustellen zwischen Teilungsbauwerk und Brücke und unten das neue Toastbecken, sodass wir eigentlich guter Hoffnung sind, dass wir Ende des Jahres mit den größten Betonbauwerken fertig sind. Das ist eigentlich für ein 10.000-jähriges Hochwasser berechnet, diese ganze Anlage. Also die Anlage, die Staumauer muss praktisch für ein 10.000-jähriges Hochwasser sicher, überflutungssicher sein. Und dafür ist diese ganze Baumaßnahme ausgelegt. Das Besondere an dem Bau ist, dass es hier eine Neuerung gibt, das ist dieses sogenannte Teilungsbauwerk. Also sprich, es wurde ja untersucht, welche Möglichkeiten es gibt, um diese zu erwartenden Hochwassermengen an der Talsperre vorbeizubringen, um zu verhindern, dass die Mauer überströmt wird. Und als Ergebnis dieser ganzen Planung, die im Vorfeld gelaufen sind, ist also dieses Teilungsbauwerk herausgekommen, was jetzt, wie gesagt, hier unten mit ziemlich viel Beton schon steht. Das bedeutet, dass also über diese Sammelrinne das Wasser erstmal überläuft und dann in zwei Teile aufgeteilt wird. Einmal in diese alte Hochwasserentlastung, die schon immer an der Talsperre vorhanden ist, und alles, was dann zu viel ist, in die neue Hochwasserentlastung, sprich mit einer neuen Schussrinne und einem neuen Toastbecken unten im Tal. Wir sind momentan in unserem Ablauf etwa, ich sag mal, 4 Wochen hinterher. Der Winter, den wir ja nun dieses Jahr mal hatten, hat also jetzt auch nicht dazu geführt, dass wir das irgendwie aufholen konnten. Aber die Betonbauwerke werden wahrscheinlich dieses Jahr noch so weit, dass also dann die Anlage quasi hochwassersicher ist. Und was dann noch kommt, sind dann halt so Erdarbeiten, Geländegestaltung und. Die, wie gesagt, also hochwassersicher, muss ich jetzt nochmal vielleicht vorsichtshalber sagen, ist sie jetzt auch. Wir haben also, wie gesagt, das Teilungsbauwerk fertig. Wenn jetzt ein Hochwasser kommen würde, wäre der Zustand von 2002 eigentlich da. Also wir haben also die alte Hochwasserentlastung wäre quasi betriebsbereit und wir haben ja auch im den letzten 3 Jahren den Umleitungsstollen so hergerichtet, dass wir also auch in der Lage sind, da vorher vorzuentlasten. In den vergangenen Jahren wurden die Mauerkrone saniert und ein neuer Abflusspegel gebaut. Mit der bereits abgeschlossenen Vergrößerung der Betriebsauslässe kann die Talsperre nunmehr besser bewirtschaftet werden. So kann Wasser zur Brauchwasserverwendung oder zur Niedrigwasseraufhöhung schneller aus der Talsperre abgelassen werden. Wenn zum Jahresende dann die neue Hochwasserentlastungsanlage fertig gebaut ist, was würde sich dann im Fall eines Hochwassers ändern im Vergleich zu 2002? Was würde anders aussehen? Also es würde nicht mehr so sehr viel Wasser über die alte Hochwasserentlastung laufen, sondern ein Teil des Hochwassers über die neue. Allerdings, wie gesagt, nach 2002 wurde ja praktisch diese Niederschlagsabflussmodelle nochmal neu gerechnet. Also, und dort wurde festgestellt, dass theoretisch auch mehr als 2002 noch kommen kann. Und dafür ist eigentlich diese Anlage ausgelegt.
Geschichten aus der Stadt- und Bärenapotheke Freital mit Professor Tatze. Ja. Einen schönen guten Tag. Ja, natürlich. So. Und da haben wir hier natürlich, ja, wunderbar. Achso! Entschuldigung. So, wunderbar, das wäre Nummer 1. Und dann haben wir für Sie hier. Achso! Entschuldigung. Dieses Präparat, wunderbar. Und dann haben wir hier noch zum dritten, auch wie immer, nicht? So, wunderbar. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh, gut, dass es eine Apotheke gibt. Und beehren Sie uns bald wieder. Danke. Bitte bleiben Sie gesund. Das wünscht Ihnen Ihr Professor Tatze von der Stadt- und Bärenapotheke Freital. Herzlich willkommen im BHG Bauzentrum Reinholzhain. Wir freuen uns, Sie wieder persönlich in unserem Haus begrüßen zu können und wir bitten Sie, halten Sie sich an die vorgeschriebenen Hygieneregeln. Mittlerweile befinden wir uns mitten im Frühling. Zeit für viel Arbeit an Haushof und im Garten. Bei uns finden Sie alles, was Sie dazu brauchen. Egal ob für Heimwerker oder Profis, für Hausgarten oder Firmenaufträge, unser umfangreiches Sortiment lässt Sie nicht im Stich. Egal ob Gardinen, Nähservice, Lampen, Farben, Arbeitsbekleidung und vieles mehr, in unserem Bauzentrum finden Sie, was Sie suchen. Wie gesagt, es ist Frühling und unsere große Auswahl an Pflanzen und Gartenzubehör wird Sie begeistern und kreativ werden lassen. Unser Service umfasst neben Lieferservice, Farbemischen und Änderungsschneiderei auch Materialzuschnitt, das Schärfen von Sägeblättern, einen Ausleihservice und Handwerkervermittlung. Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch im BHG Bauzentrum Reinholzhain. Herzlich willkommen hier bei uns im Hyundai Autohaus in Diepoldeswalde. Wir sind weiterhin für Sie da. Und zwar unter dem Motto Click, Meet and Deal. Click bedeutet, Sie kontaktieren uns entweder per E-Mail, WhatsApp oder ganz klassisch per Telefon. Meet. Das bedeutet, Sie kommen zum vereinbarten Termin zu uns und bekommen ein individuelles Beratungsgespräch. Und Deal? Das bedeutet, Sie profitieren auch noch. Das heißt, wenn Sie bis zum 15.04. bei uns einen sofort verfügbaren Lagerwagen kaufen, bekommen Sie 500 Euro zusätzlich. Auch von mir nochmal herzlich willkommen bei uns im Hyundai Autohaus Diepoldeswalde. Mit dabei in unserer Aktion ist unter anderem auch hier unser neuer Hyundai i10 in der sportlichen N-Line-Variante. Als N-Line bekommen Sie den neuen Hyundai i10 serienmäßig mit einem 1 Liter Turbo-Benzinmotor mit 100 PS. Also der perfekte Motor, um mit dem kleinen i10 ganz viel Spaß auf der Landstraße zu haben. Die Sportlichkeit, die wir beim neuen Hyundai i10 N-Line auch schon außen sehen, setzt sich im Innenraum fort. Und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Im Innenraum finden Sie zum Beispiel das sportliche N-Line-Lederlenkrad, mit dem Sie alle Lenkbewegungen perfekt auf die Landstraße kriegen. Außerdem haben wir hier den N-Line-Schaltknopf. Mit dem kriegen Sie jede Gangwahl direkt in das sportlich abgestimmte 5-Gang-Schaltgetriebe. Also, mir macht der neue i10 N-Line richtig viel Spaß. Wenn auch Sie jetzt Interesse an unserem Fahrzeug haben, rufen Sie uns an, vereinbaren Sie einen Termin, kommen Sie vorbei und fahren Sie den i10 Probe, überzeugen Sie sich selbst. Wir freuen uns auf Sie. Herzlich willkommen zu einem aktuellen Talk im Autohaus. Und Sie sehen ja, wir sind wieder in unserem Haus, hier im Autohaus Nielensiek, im Autohaus gelandet. Und mein erster Gast wieder hier in der alten Spielstätte, darf ich mal sagen, ist Klaus Bremig. Viele Jahre Bundestagsabgeordneter für unseren Wahlkreis im Bundestag gesessen. Und er ist aber nicht politikmüde. Er hat vieles, was er derzeit tut und es gibt auch einiges, was er für die Zukunft, für die Region machen möchte. Darüber reden wir und natürlich auch, wie es ihm geht.
All das erfahren Sie beim Talk im Autohaus täglich 8.30 Uhr, 12.30 Uhr, 15.30 Uhr und 20.30 Uhr. Und Sie müssen natürlich nur einen Sender einschalten. Herr Bremig, wissen Sie, welcher das ist? FRM. Richtig. Herzlich willkommen im Autohaus Liliensieg. Freital feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Bereits Anfang des Jahres sollte die große Eröffnungsfeier für das Festjahr stattfinden. Doch das ging Corona-bedingt leider nicht. Was nun geplant ist, das erfahren Sie vom Oberbürgermeister Uwe Rumberg. Und danach schauen wir uns um, wie es im Kulturzentrum Parkseele aussieht. Corona-bedingt konnten seit November keine Veranstaltungen mehr durchgeführt werden. Mal sehen, wann es wieder losgeht. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in diesem Jahr feiern wir das 100. Jahr unserer Stadtgründung. Nachdem wir das Festjahr zum Jahreswechsel mit dem beleuchteten Windberg-Denkmal eröffnet haben, begrüßen wir Sie nun ab dem 5. April zu unserem festlichen Auftakt hier in der Christuskirche in Freital-Deuben. Aufgrund der aktuellen Situation ist eine große Auftaktveranstaltung mit Zuschauern leider nicht möglich. Doch wenn Sie nicht unsere Gäste sein können, dann kommen wir eben zu Ihnen. Ja, und wie geht das? Gemeinsam mit FRM zeichnen wir die Festveranstaltung in der Christuskirche auf. Diese ist bis zum 18. April täglich bei FRM TV zu sehen oder jederzeit auf unserer Internetseite und bei Facebook. Freuen dürfen Sie sich auf eine Festansprache und wir präsentieren Ihnen einen Rückblick zu vergangenen Aktionen sowie eine Vorschau auf kommende Veranstaltungen und Projekte. Natürlich ganz im Sinne unseres Mottos, von Freitalern für Freitaler und Gäste. Den musikalischen Rahmen liefert der Kreuzorganist Holger Gehring und das Trompetenensemble Principale. Und so eröffnen wir unser Festjahr nun offiziell mit Pauke und Trompete. Und hoffentlich mit Ihnen. Ich freue mich auf Sie. Ja, herzlich willkommen hier im Kulturzentrum Parkseele Dippoldiswalde. Wir wollen Ihnen heute das aktuelle Programm des restlichen Jahres 2021 präsentieren. So würde vielleicht ein Beitrag beginnen zu normalen Zeiten, aber normale Zeiten haben wir nicht. Ich habe mir an meine Seite die kaufmännische Leiterin Angela Meisegeier geholt. Frau Meisegeier, Sie haben gerade gesagt, am 31. Oktober 2020 war die letzte Veranstaltung. Dann haben sich die Tore und die Pforten geschlossen. Und wie sieht es jetzt aus? Was machen Sie denn in der ganzen Zeit? Wie kann man denn das alles noch überhaupt umprogrammieren, umdatieren? Kriegt man das überhaupt noch hin? Das funktioniert ganz gut mit den Ersatzterminen. Die Künstler sind daran interessiert. Das nächste Jahr ist damit schon fast voll. Wir rutschen halt weit in 22 dort schon rein. Aber im Moment gibt es für fast jede Sache, die dort geplant ist, auch einen neuen Termin. Ich meine, Sie haben ja keine Schuld dran als Veranstalter. Wenn Sie jetzt mit den Künstlerinnen und Künstlern reden, wie ist denn die Stimmung auf der Seite? Dort gibt es lange Gespräche. Die freuen sich, wenn sie sich dort wieder unterhalten können. Die möchten gerne wieder spielen und hoffen auch, dass es wieder losgeht. Aber der Optimismus ist gerade nie ganz so. Sie haben ja auf der Homepage des Kulturzentrums bis Ende Februar sowieso alles gecancelt. Jetzt wäre die nächste Veranstaltung am 20.03. gewesen, eine Lesung mit Franziska Trögner. Das fällt natürlich ins Wasser. Im Moment ist das leider auch noch nicht möglich, weil der früheste Termin, als es zum letzten Lockerungstermin war, ab 22. März, das wieder unter bestimmten Voraussetzungen Veranstaltungen stattfinden könnten. Es sieht es ja ganz anders aus. Eigentlich der 22. März scheint jetzt der Tag zu werden, an dem wieder mehr zugemacht wird. Das ist ja wieder ein Rückschlag.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Im Moment war der Optimismus dort nur eine Woche lang. Und es geht eigentlich schon wieder dahingehend, dass man im nächsten halben Jahr schon es schwierig sieht, ob überhaupt was stattfinden kann unter den ganzen Bedingungen, Voraussetzungen. Jetzt stehen wir hier ein bisschen bestuhlt. Wenn es jetzt weitergehen könnte, was wären denn dann die Bedingungen? Dann muss man ja auch, wie Sie schon im Vorgespräch sagten, auch die Maske während der ganzen Veranstaltung anlassen. Das sieht so aus, dass die Maskenpflicht auf jeden Fall, man redet auch über eine Testpflicht, die vor Veranstaltungen nötig ist. Und wir reden über die Abstände von 1,50 Meter. Das sind viele Bedingungen, die es insgesamt schwierig machen, weil nicht jeder möchte sich vielleicht testen lassen. Das muss man auch kontrollieren, inwieweit geht das überhaupt, ist das überhaupt möglich, die Leute, dass vorher die Tests sich anzuschauen, das erscheint, sage ich mal, nicht so ganz realistisch. Sie haben ja jetzt auch viele Termine verschoben in die Zukunft, aber wenn ich jetzt Kunde wäre und würde jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt hierher zu Ihnen und kaufe mir eine Karte, also ich hätte ganz arge Bauchschmerzen, eine Karte zu kaufen, weil man ja nie weiß, gerade wenn man was anlassbezogen schenkt, ob es stattfindet. Wir würden Ihnen wahrscheinlich vielleicht auch abraten, tatsächlich eine Karte zu kaufen. Also im Moment jedenfalls für bestimmte Veranstaltungen. Es ist auch keine Nachfrage da. Es wäre schön, wenn es anders wäre, weil wir brauchen den Vorlauf von einem halben bis einem Jahr, um so eine Veranstaltung für den Saal von dieser Größe auch voll zu kriegen. Mhm. Aber man versetzt sich ja rein in die Besucher und da fällt es schwer, dort wirklich zuzuraten und zu sagen, bitte kauft die Karten. Es wäre sicher nötig, weil die Karten, die wir jetzt auch für September nicht verkaufen oder für Oktober, steht auch wieder ein Fragezeichen hinter den Veranstaltungen, weil mit 20 Leuten braucht man das dann auch nicht machen. Jetzt fallen ja auch die ganzen Feierlichkeiten weg, Tanzstundenbälle, wie auch immer in dem Haus. Und Sie sind ja die kaufmännische Leiterin, also muss auch die Zahl im Hintergrund stehen. Ich denke, da sind auch nicht gerade Freudentränen im Gesicht, oder? Die Einnahmen, das guckt man lieber nicht an, das Einnahmekonto. Es wird ein bisschen kompensiert durch regelmäßige Stadtratssitzungen. Also das sind jetzt sicherlich die Einnahmeseite nicht ganz so im Vordergrund. Wir haben Gottesdienste jeden Sonntag, aber es sind auch verschiedene Nachfragen da im nächsten halben Jahr. Aber was davon tatsächlich durchgeführt wird, das ist wirklich die Frage. Ist natürlich die Frage, wie lange hält man das durch? Also wir haben jetzt komplett ein Jahr weg. Ein bisschen Zeit hat man ja zwischendrin gehabt mit gewissen Möglichkeiten, die da waren. Aber momentan, wenn das jetzt alles so doch in die andere Richtung wieder geht. Der Fördermittelgeber steht hinter uns. Mhm. Das ist der Kulturraum Sächsische Schweiz Osterzgebirge, von dem wir auch eine institutionelle Förderung erhalten. Die ziehen das durch, solange das auch geht oder solange das von denen ihrer Seite ist. Ansonsten ist unser anderer Geldgeber die Stadt. Inwieweit dort die Finanzen, das hoffen wir, dass das noch eine ganze Weile reicht, das Geld, dass man das Haus erhalten kann. Da wollen wir eigentlich über gar nichts anderes nachdenken. Okay, also wir können auch heute, wir haben auch den Termin ein bisschen nach hinten geschoben, um eventuell Richtung 22. März zu sein. Man kann nichts Besseres, nichts Neueres, nichts Schöneres sagen. Auch weiter bleibt das Kulturzentrum Parkseele geschlossen. Vielen Dank für die Informationen, Frau Meisegeier. Und vielleicht, oder ich bin mir ganz sicher, sehen wir uns irgendwann mal wieder hier im Kulturzentrum Parkseele, wenn die Zeiten ein bisschen besser werden. Ich hoffe es jedenfalls und bleiben Sie dem Haus auf jeden Fall treu. Vielen Dank. Ja, per Videotelefonie zugeschaltet aus dem Glück auf Gymnasium die Poldiswalde Altenberg ist jetzt der Schulleiter Volker Hegewald. Herr Hegewald, ich grüße Sie. Heute Glück auf, ein Gruß, der mehr denn je passt. Ja, ein ganz besonderer Tag heute, der 17.3. Heute war das erste Mal Testpflicht im Gymnasium, dass er erst in der nächsten Woche eigentlich stattfinden sollte. Aber scheinbar sind jetzt Tests in genügender Zahl vorhanden, sodass Sie einmal in der Woche Ihre Schülerinnen und Schüler testen lassen. Gestern haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, auch mit sehr vielen Eltern gesprochen, nochmal per Videokonferenz. Vielleicht können Sie mal kurz sagen, wie denn der heutige Tag verlaufen ist und auch das Feedback der Eltern. Also als ich die Videokonferenz geplant und angeboten habe, so als eine zusätzliche Form der Kommunikation mit ursprünglich allen Eltern, habe ich nie gewusst, dass wir einen Tag später die erste Selbsttestung durchführen. Insofern haben sich natürlich auch die Fragen, Hinweise und Probleme in diese Konferenz reingezogen. Das war so das überwiegende Thema. Also 350 Eltern haben an der Videokonferenz teilgenommen.
Das war eine sehr hohe Resonanz. Also kurz vor 18 Uhr, kurz vor Beginn, klickt das permanent und es kamen immer mehr Leute hinzu. Auch einige Lehrer. Ich hatte eingeladen unter anderem auch die Frau Dr. Annelie Öschläger, die in der Praxis Dr. Preusche mit praktiziert als Ärztin, um gegebenenfalls medizinische Fragen auch kompetent beantworten zu lassen, weil ich das nicht kann. Sie war also auch präsent als Referentin, konnte demzufolge da ins Geschehen mit eingreifen. Also haben Sie wirklich erst heute früh erfahren, dass die Tests heute starten? Die Eltern? Nee, Sie als Schulleiter. Ich habe vor zwei Tagen 14 Uhr, also am Montag 14 Uhr, erfahren, dass heute schon der Test stattfindet. Ursprünglich war der 22.03. geplant. Genau. Also wir hätten noch etwas mehr Zeit für eine etwas ruhigere Kommunikation gehabt. Ja, unsere Lehrkräfte, die mussten vorbereitet werden. Die konnten sich natürlich noch Lehrvideos anschauen. Aber ich hatte schon die Vorstellung, dass man das auch mal selbst testet, im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar ganz in Ruhe. Dass man auch den Eltern gegenüber das eine oder andere noch kommuniziert. Die Möglichkeit hatten wir nicht. Insofern war es aber gut, dass zumindest ein Teil der Eltern Fragen stellen konnte in dieser gestrigen und ungefähr 90 Minuten langen Videokonferenz. Und das haben sie auch getan. Davon wurde Gebrauch gemacht. Und unterm Strich habe ich mir am Ende gesagt, es war ein Abbild der gesamtgesellschaftlichen Diskussion während dieser Pandemie. Also angefangen von sehr konstruktiven, sehr sachlichen Fragen, auch Kritikpunkten, Vorschlägen, wie man was anders machen kann, bis hin zu arroganten, auch ignoranten Formulierungen, Redebeiträgen, bis hin zu Strafandrohungen meiner Person gegenüber. Also es bildete sich alles ab und wir hatten ja bei so einer digitalen Konferenz auch die Möglichkeit, im Gegensatz zu einer wirklichen, dann mal einen Knopf zu drücken und jemanden, der da sich immer noch auf der Beziehungsebene bewegt, dann noch abzuschalten. Das kann man so nicht. Das haben wir in einem Fall auch getan. Also dann ist nur noch nicht um die Sache ging, sondern nur um die Beziehung. Ja. Sagen Sie bitte, wie läuft das denn jetzt ab? Also wie viele Schülerinnen und Schüler betrifft das? Und wie viel Zeit müssen Sie da aufbringen? Oder wie läuft so eine Testung ab heute Morgen? Na, es nehmen ja alle Schüler, die im Präsenzunterricht teil. Auch alle Lehrkräfte. Bei Lehrkräften ist es so, fangen wir mal mit denen an, die müssen sich zweimal in der Woche diesen Test unterziehen. Schüler einmal. Und die Corona-Schutzverordnung, die ist ja ganz eindeutig dort, die besagt, dass ein Schüler, der das Schulhaus betritt, eine ärztliche Bescheinigung, einen Negativtest vorweisen muss oder sich umgehend dem Test unterziehen muss. Das sagt die Corona-Schutzverordnung mit der Einschränkung, sofern hinreichend Testkits zur Verfügung stehen. Das war vorher nicht der Fall, deswegen die Terminverschiebung. Nun ergab es sich, dass diese Testkits zur Verfügung stehen. Ich habe gestern Abend um 9 diese Kisten hier in Altenberg hingebracht. Und damit waren die Voraussetzungen erfüllt. Wir hatten noch keinen Spielraum, das zu verschieben. Ich hatte direkten Kontakt mit dem Kultusminister in dieser Angelegenheit, um etwas mehr Luft zu haben. Nein, wir haben das gestern, und hier muss ich ausdrücklich mal ein herzliches Dankeschön an unsere Schulverwaltung, an auch die Lehrer, die beteiligt waren. Wir haben das gestern gut vorbereitet für jede Klasse. Alle Kisten, angefangen von Desinfektionstüchern bis hin eben zu den Klassenlisten, die gebraucht werden. Das war hervorragend vorbereitet. Und wir haben dann heute früh um 7 alle Lehrkräfte, die Schüler testen lassen, in der Schule gehabt, um nochmal so einen Zeitpuffer von einer halben Stunde zu nutzen, sich selbst zu testen. Lehrer müssen sich nach dem sogenannten Vier-Augen-Prinzip testen, also immer zwei Leute sich gegenseitig bestätigen, dass sie getestet haben. Das Ergebnis wurde eingetragen. Ja, und dann waren die Voraussetzungen relativ gut, nach ein bisschen Aufregung auch, aber die Voraussetzung gut, in die Gruppen zu gehen und das Gleiche mit den Schülern zu tun. Also die Lehrer testen die Schüler? Die Lehrer testen nicht die Schüler, sondern die Lehrer beaufsichtigen den Selbsttest der Schüler. Mhm. Ja, das ist das Testkit, das ist das kleine Wattestäbchen, das ist so ein kleines Röhrchen, in dem eine Flüssigkeit drin ist. Und dann vollzieht sich eine ganz einfache Angelegenheit. Also wir haben es ja nun alle selbst gemacht, dass man maximal 2 Zentimeter, also 2 Zentimeter sind ausreichend, da entweder im vorderen Nasenbereich oder im Rachenbereich, da dieses kleine Wattestäbchen dreht, linkes Nasenloch, rechtes Nasenloch, beziehungsweise im Mund ähnlich, dann wird es in diese kleine Flüssigkeit reingesteckt und dann wird diese Flüssigkeit, 4 Tropfen genauer gesagt, im Testkit eingefüllt. Und dann gibt es 3 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit heißt, der Test ist ungültig, wenn 2 Striche erscheinen, muss ich jetzt vielleicht nicht näher drauf eingehen. Die 2. Möglichkeit, der Test ist negativ, dann gibt es bei dem Buchstaben C in der Linie. Und die 3. Möglichkeit ist, der Test ist positiv,
Das wäre dann der Fall, der auch nach außen hin dann, zumindest was die Anzahl der positiven Tests betrifft, eine Relevanz hat. Und ja, das ist dann der Buchstabe T, der angezeigt wird. Und den gab es an unseren beiden Schulstandorten bei ca. 750 getesteten Personen, also Lehrern und Schülern, einmal. Jetzt kann ich mir ja vorstellen, Sie haben es ja schon mit der Elternkonferenz erwähnt, dass nicht alle Eltern einverstanden sind, dass ihre Kinder getestet werden. Wie verfährt man dann in diesem Fall, wenn es keine Einwilligung gibt? Ich habe ja diesbezüglich überhaupt keine Erfahrung gehabt. Deswegen hatte ich mich in der vorigen Woche mal mit einem Gymnasium in Tirol in Verbindung gesetzt. Die machen das seit mehreren Wochen in Österreich. Wie läuft das bei euch ab? Wie stark ist der Gegenwind gegen diese Selbsttests? Und da hatte ich eine Schulärztin am Telefon, die hat mir gesagt, beim ersten Mal gab es ein paar Turbulenzen, ging es ein kleines bisschen chaotisch zu, was die Organisation betrifft. Chaotisch kann ich nicht bestätigen, ein paar Turbulenzen gab es. Das ist so, wenn etwas neu ist. In Altenberg hatten wir auch noch ein bisschen neu Schnee heute früh. Und das fand ja alles zu Beginn statt. Wir mussten Zutrittsregelungen für die Schule auch umsetzen. Und in Österreich war es so, die hatten einen Schüler pro Klasse, wo die Eltern sagen, also mein Kind wird nicht getestet und aus dem Grund kann das Kind nicht die Schule betreten bzw. muss abgeholt werden und kann demzufolge auch nicht an der Präsenz teilnehmen. Das ist also das Gleiche wie bei uns, die haben auch ein Wechselmodell. So, und jetzt stellt sich das bei uns so dar, dass wir im Vorfeld natürlich eine Reihe von Eltern angekündigt haben, dass ihre Kinder nicht getestet werden, auch im Widerspruch gegangen sind, mir das also per Mail schriftlich haben zukommen lassen, manchmal auch mit einem Schriftsatz von einem Anwalt. Und bis jetzt, das ist der aktuelle Stand, sind es an beiden Standorten circa 10 oder 15, werden es am Ende vielleicht sein, hier diese Bestätigung, diesen Antrag der Eltern vorliegen haben. Müssen die Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts eine Maske tragen? Am Platz? Die müssen eine Maske tragen, immer dann, wenn die 1,5 Meter nicht eingehalten werden können. Die können in vielen unserer Räume nicht eingehalten werden. Deswegen haben wir die Maskenpflicht. Wir haben eine Regelung, dass die Masken abgesetzt werden können zwischendurch. Also wir machen das so, dass wir in der Mitte der Stunde lüften. Und dort habe ich den Kolleginnen und Kollegen nahegelegt, dass es auch Bestandteil unseres Hygienekonzeptes ist, dass die Maske abgesetzt werden kann. Also das Problem, das entnehme ich ja auch den sozialen Netzwerken hier in der Umgebung, dass wir als Schule da natürlich, was die Klassenstufe 5, 6 vor allem betrifft, eine große Rolle spielen in der Umsetzung dieser Maskenpflicht. Ich habe mich dort auch schon mit Juristen auseinandergesetzt. Also die Spielräume sind relativ eng. Ich will mich jetzt bemühen, ob wir vielleicht eine größere Anzahl dieser medizinischen Masken bekommen. Die sind besser in dem Fall. Man kann besser mit diesen Masken atmen als mit den FFP2-Masken. Wir wollen das Beste für unsere Kinder. Und wir werden nochmal kritisch prüfen, ob es nicht in einer bestimmten Anzahl von Räumen diese 1,5 Meter zulassen, dass die Masken abgesetzt werden. Mit dem Problem haben wir uns gestern in der Videokonferenz auch ernsthaft auseinandergesetzt. Also da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Also wir versuchen natürlich alles im Interesse der Kinder auch zu regeln. Denn wenn ich diese FFP2-Maske von 7.30 Uhr oder 7.35 Uhr bis 14 Uhr aufhabe, möglichst lange Zeit unterbrochen, dann stellen sich Konzentrationsschwächen ein, dann kommen Kopfschmerzen dazu. Das sind alles Dinge, die wir nicht wollen. Vielen Dank für die Information, Herr Hegewald, und Ihnen alles Gute. Dankeschön. Glück auf. Glück auf. Und damit sind wir am Ende unseres Magazins angekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche Ihnen eine angenehme Woche und bin mir sicher, dass wir uns auch nächste Woche hier wiedersehen. Bis dahin verabschiede ich mich von Ihnen. Machen Sie es gut. Ihr Ronny Birner.